So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Lords of the Fallen. Okay, gut, wir sind hier stehen geblieben. Ich glaube, er hat Hunger. Ich glaube, er will mich essen. Meine Güte. Ich hoffe, ich muss nicht gegen den kämpfen. Da ist mal ein Hebel. Aha. Okay. Halt! Lass ihn in Ruhe! Was? Das ist es, was ich gesucht habe. Er ist es. Okay, gut. Okay, warte mal. Er ist ein Herrscher. Und die Herrscher müssen vernichtet werden. Er hat nichts mit den Roga-Herrschern zu tun. Du verstehst nicht. Wenn du gegen einen Herrscher kämpfen willst, geh dort hoch. Lass diesen hier in Frieden. Ein Grund mehr, ihn zu töten. Nein! Du musst zulassen, dass er mich zu meiner Familie zurückbringt. Was? Ja, was ist gut? Was ist das schon wieder für eine Geschichte? Meine Mutter. Meine Mutter ist nicht tot. Sie hat mir dieses Buch hinterlassen, damit ich sie finden kann. Es ist schwer zu erklären, aber dieses Wesen ist das Einzige, das mich zu ihr bringen kann. Okay, Er ist ein Monster. Sieh ihn dir doch an. Ich weiß, wonach er aussieht. Aber ich schwöre dir, er ist keine Gefahr. Ein Grund mehr, ihn zu töten. Nein! Du musst zulassen, dass er mich zu meiner Familie zurückbringt. Was hat dein Buch dazu zu sagen? Das Buch ist eine Karte, die mich hierher führen sollte. Es zeigt mir, wie ich meine Familie wiedersehen kann. Der Schatz ist kostbarer, als ich mir je hätte träumen lassen. Und dieses Wesen ist der Schlüssel. Was? Diese Kreatur? Erwartest du, dass sie mit dir spricht? Hast du verstanden, was er gesagt hat? Er weiß, warum ich hier bin. Ich glaube, er sagt, dass mir nicht viel Zeit bleibt. Ich töte es. Gut, ich lasse es leben. Also ich bin froh, wenn ich jetzt nicht kämpfen muss. Wenn's dir wirklich so wichtig ist. Ja. Okay, gut, na dann geh halt. Mal schauen. Alter, Vater. Was? Jetzt ist es weg? Einfach so? Sie war die letzte Frau hier. Okay. Okay. Besiege den letzten Roga-Herrscher, den Vernichter. Okay. Ja. Gott sei Dank muss man nicht gegen das Viech kämpfen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt optional ist. Ich bin auf jeden Fall froh. So, wir müssen... Warte mal. Die Wege sind hier ziemlich schier angeordnet. Wie komme ich denn dort jetzt hin? Ich war ja einmal davor. Ich muss nur wissen... den Weg. So, Schild rauf einmal. Darauf, glaube ich. Rechts. Nach links. Aha. Da sind wir auch noch nicht durchgegangen. Da nach hinten. Na Blödsinn, da nach hinten müssen wir nicht, oder? Na, ich glaube, da nach hinten müssen wir nicht. Nein, wartet mal. Wir müssen zu dieser Stelle zurück, wo ich einmal davor gestanden bin, wo ich gesagt habe... Aha, da kann man dieses Ding sicher runterdrehen. Und das habe ich jetzt auch mit diesem Hebel gemacht. Moment. Gehen wir mal da lang. Ich glaube... Genau, nämlich hier sind wir das erste Mal gewesen. Ja, ich glaube, wir sind richtig.
Moment. Orientierung bitte. Hier durch. Ja, genau, hier muss ich hin. Und da unten hat es, glaube ich, einen Speicherpunkt gegeben. Ja. Haha. Piss dich von mir. Elendige Kreaturen, wirklich. Und wo ist der zweite? Da hinten steht er. Zack, und weg ist. Na, ah, verdammt. In die falsche Richtung hat es ihn geschleudert. Piss dich von mir. Lasst mich doch einmal in Ruhe. So. Und tun wir mal speichern, die ganzen Attributpunkte da reinhauen. Nämlich, ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf. Der Vernichter nämlich. So, hier und hier rauf. Ja. Jetzt ist das Podest unten. Da vorne steht er schon. Oh, wow. Hey. Okay, das ist ein kurzer Part. Mächtiger Antanas, es muss etwas geben, das so lange verhindert hat, einen Weg in die Hand des gefallenen Adir zu finden. All die Erzählungen derer, die in den Kammern waren, haben etwas gemeinsam. Sie wurden von etwas erschüttert. Okay, wir gehen's an. Schauen wir mal, ob da ein Intro kommt, also ein Vorspann bei dem. Nämlich beim letzten hat es ja nicht gegeben. Wie hat der geheißen? Ich glaube Wächter. Bei dem hat es ja überhaupt nichts gegeben. Schauen wir mal, ob es was bei dem gibt. Der schaut mir aber ziemlich gefährlich aus. Okay, probieren wir mal unser Glück. Tatsache. Na, fuck you, Alter. Und Pause. So, es ist zwar jetzt nur ein kurzer Part, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das jetzt so schnell finde. Ja, tut mir leid jetzt da, für die fast 8 Minuten da. Aber, wie gesagt, ich mache ja immer die Bosskämpfe so, ja. So, dass ich halt es wie beim ersten Mal mache. So probiere ich es halt auf jeden Fall. Und wegen den Cuts halt und wegen der Länge halt. Auch wenn es jetzt dann nur 8 Minuten sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.